über die Fäuste blinzeln. Das ist der vorletzte unserer sanften Brokate, ist im Reiterstand. Wir machen wirklich nur diesen ersten Reiterstand. Ich mache da gerade auch noch Übungen mit und so, also tiefer in die Hocke zu gehen als Vorbereitung für einen späteren Abschnitt in der 24er Form. Außerdem möchte ich auch ein bisschen mehr Mobilität haben in den Beinen. Ich habe aber eigentlich amtlich erklärt Arthrose im Knie und vor über 15 Jahren hätte ich mir beinahe bei Amazon einen Krückstock gekauft. Da könnt ihr sehen, was für Auswirkungen diese Übungen haben. Also ich konnte fast nicht mehr gehen mit dem Bein. Und Ernährung und solche Bewegungen, ein bisschen Yoga und Meditation und so haben dazu geführt, dass es ihm jetzt besser geht. Aber so für eine ganz tiefe Hocke und dann aus einem einzigen Bein komplett aufstehen und so, das ist, muss ich noch üben. Aber wie gesagt, ne, wenn euch das schon zu weit ist, testet euch ran. Normaler Stand, breiter Stand. Ne? Wenn ihr merkt, wow, das ist mir schon zu viel, dann müsst ihr das in so einem schmalen machen. Aber die sind dafür vorgesehen, also wenigstens diesen ersten Reiterstand, das wäre schön. Der nächste wäre auch schön, aber die meisten, die also diesen richtig breiten Stand machen, die haben zu viel Antrieb, zu viel Ambition erreichen und so. Also wenn ihr easy, locker, breiter stehen könnt, gut. Ja? Also wenn ihr das noch weiter machen könnt und das euch nicht belastet, alles okay ist, ihr selber eine Meditationspraxis habt und wisst, ich mache das jetzt nicht, um irgendwie mir oder anderen was zu beweisen, weil ich mache das einfach, weil es mir gut tut, dann macht es, das ist okay. Ja? Aber achtet eben drauf, dass ihr das nicht macht wegen äußeren Sachen, sondern wenn ihr merkt, es geht mir gut, dann macht es, ja? Ist okay. Ich mache diesen ersten Reiterstand, also immer wieder einrichten, XO, vorne, hinten, hüftversetzt, ne, ist auch ein Thema, das ist alles schön in der Mitte und dann sinke ich im Grunde genommen ein bisschen, indem ich die untere Hüfte nach vorne mache, Bauchatmung, bis nach oben, Flaschenatem. Dann kann ich feststellen, ist mein Kopf einigermaßen gut ausgerichtet, kann ich frei atmen, sind meine Schultern seitlich oder sind die verengt oder zu weit nach außen. Ja? Man kann das Baumstehen auch im Reiterstand machen, mache ich auch ab und zu, um eben rauszufinden, kann ich so angenehm stehen. Das ist auch ein Test für die, die den noch weiter auseinander machen. Könnt ihr dann in diesem weiten, angenehm, in easy, entspannt stehen? Hm? Meistens kommt dann raus, nee, kann ich nicht, und macht es wieder schmaler. Über die Fäuste blinzeln ist eine Augenübung, so ein Aufreißen. Niemand möchte das gerne sehen. Ich meine, so ein Maori-Bild vor 2 Jahren, glaube ich, dazu getan. Das ist wirklich so wie diese Haka, aber ohne Zunge rausstrecken. So ein Aufreißen der Augen, wenn die Sonne einen nicht blendet. Weil das ist wirklich gut für die Augen. Ja. Aber wenn ich über die Faust blinzel und wir machen das nicht nach vorne und wie immer seidene Brokate, sanfte seidene Brokate. Die Handgelenke auf die Hüftknochen. Obere Hüfte, Schultern locker, ein bisschen ausgestellt. Fäuste sind das nicht. Also leicht gekrümmte Finger, aber offen. Und dann zuerst nach links, Schulter hängt, Ellenbogen hängt. Und dann entspannen alles und dann die Faust entspannen und währenddessen die Augen einmal aufreißen, wieder zurück. In die Mitte und das gleiche zur anderen Seite. Da blendet mich die Sonne. Und langsam ist das Ziel. Langsam bei sich sein.
und entspannen natürlich. Und das ist nicht so ein Einlull-Klangschalen entspannen, macht das gerne, aber jetzt nicht ihr. Aber ihr merkt irgendwann, dass diese von außen induzierte Entspannung ist gut zum Anfang, aber später wird es wichtig, bin ich entspannt, was führt dazu, dass ich entspannt bin. Und zwar unabhängig von Räucherstäbchen, Klangschalen und Musik. Ja? Sondern einfach Körpergefühl in jeder Situation. Und entspannen. Einmal noch links, rechts. Und wenn ihr den Impuls habt, stehen zu bleiben und auch wieder eine Yoga-Asana zu machen, zu spüren und zu entspannen, macht es. Ist okay. Also wenn ihr merkt, ja, oh, jetzt möchte ich mal das mit den Augen vielleicht nicht so, aber dann stundenlang die Augen aufgerissen lassen, ist nicht so gut vielleicht. Aber wenn ihr merkt, hier möchte ich lernen, noch mehr zu entspannen, so, macht das. Aber für heute auflösen.